haben viele geschrieben, wirklich, dass der Spielmodus ja von dem Teamodia-Server nachgemacht ist. Hey Leute, ich bin's Will und willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games. Heute zocken wir mal wieder auf der Map Wool City und wir haben auch ein Thema am Start. Wir sehen wie immer keine Spieler. Cooler 1.8-Bug auf jeden Fall. Und in 2 Sekunden geht's los. Wir stauben uns die Kiste da vorne ab. Und dann geht's auch schon gleich mit dem Thema los. Und jawohl, da haben wir schon ein Schwert bekommen. Und jawohl, Alter, hier noch ein bisschen Rüstung. XP haben wir 7 Flaschen. Oha. Und jetzt können wir uns schon was verzaubern. Schade, dass wir noch keinen gutes Schwert haben, aber okay. Ja, heute soll es mal um eine GommelHD.net Nachmache gehen. Ich denke, die meisten wissen schon, um was es sich da handelt. Ja, viele haben gestern, als der neue Spielmodus rausgekommen ist auf dem GommelHD.net Server PvP, haben viele geschrieben, wirklich, dass der Spielmodus ja von dem Teamodia Server nachgemacht ist. Und dazu hat auch GommelHD, also das Serverteam, ein Server-Admin, ein Thread auf dem GommelForum verfasst. Und den möchte ich so ein bisschen wiedergeben. Viele haben den auch noch nicht gelesen. Da gibt es natürlich meine Meinung dazu. Eure könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wir haben auch keinen Kompass. Egal. Okay, da vorne ist einer. Und hier ist ein Comment-Block, oder? Ist das ein Comment-Block? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall hat Gomme gepostet, also der Gomme-Server, jetzt nicht Gomme, dass die Idee von dem 1-1-Spielmodus, also von dem PvP-Spielmodus, schon vor dem 1-1 Teamodia Spielmodus in Planung war, beziehungsweise die Idee hatten. Und ich denke wirklich nicht, dass so ein großer Server wie das wie der GommelHD.net Server einfach so ja irgendwelche blöden Sachen ja schreibt. Und wenn man zum Beispiel auch auf Twitter so auf deren Accounts geht, auf den Teamodia Server Account, auf den GommelHD.net Twitter Account, dann kann man auch wirklich sehen, dass die ja, beiden Serverteams miteinander also gut sind und die beefen sich auf jeden Fall nicht. Und ja, dass man, also da kann man sich schon wirklich sicher gehen, dass wenn zum Beispiel so ein großes Serverteam sowas schreibt, okay, die Idee, die hatten wir schon vorher, nur der Teamodia-Server hatte die schon vorher umgesetzt, dann kann man das denen schon glauben. Und dazu wurde auch noch geschrieben, dass 1-1, und das haben auch viele wirklich in Twitter geschrieben, in den Kommentaren, dass wirklich 1-1 nachgemacht ist. 1-1, was heißt es? 1, ja, gegen 1, ne? Ist ganz klar. Und das ist natürlich Quatsch, dass ein Minecraft-Server 1-1 erfunden hat. Das ist keine Ahnung, wer 1 gegen 1 erfunden hat. Ich glaube, das ist nichts Spektakuläres, einfach 1-1 zu erfinden. Weil, ja, das ist ja auch einfach 1 gegen 1. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, vielleicht hat, Alter, der greift mich von da ein bisschen an und der darf mich jetzt nicht da anbrennen. Und komm, jawohl, da sind wir auch schon, oh Gott, fast down. Und komm, wir müssen uns ganz kurz konzentrieren. Und da ist er selber in die Lava geflogen und da haben wir ihn. Sehr schön, Alter, okay, gut. Und ja klar, man kann sagen, dass vielleicht der Gomme-Server jetzt ja, ein paar Funktionen übernommen hat. Was ich jetzt allerdings nicht denke. Weil wirklich, also es wirklich sagt meine Meinung, ihr könnt natürlich eure gerne dazu in die Kommentare schreiben, weil es wirklich nochmal was anderes ist. Das ist wie auf dem Hive und Gomme Server, es gibt auf beiden Servern The Lab, nur es ist halt anders umgesetzt. Und Hive hatte zum Beispiel, soweit ich weiß, die Idee auch schon vorher, nur hat es halt, die Idee, bevor dem Gomme Server, oder der Gomme Server hat die halt eher gesagt, erst umgesetzt. Und sowas halt bei dem Teamodia-Server. Auf Gomme ist es natürlich auch allerdings so, dass es halt ja ein Mix ist aus 1-1 in Bad Wars, in SG, in Kit PvP. Und auf dem Teamodia-Server kann man sich noch eigene Kits erstellen, was man auf dem Gomme-Server nicht kann. Man kann Turnier erstellen. Das ist halt was komplett anderes. Und auf dem Gomme-Server hat man halt schon vorgegebene Kits, die man da auswählen kann. Und ja, wer da schreibt dann, ja, das ist nachgemacht, keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen blöde. Also, ihr könnt natürlich eure Meinung gerne in die Comments schreiben. Und, Alter, den haben wir auch noch bekommen. Oh, nein. Verdammt. Oh, Mann, ich bin so blöd. Jetzt wollte ich noch das Eisenschwert da haben, aber haben wir es nicht mehr bekommen. Aber egal, wir verzaubern uns jetzt noch schnell unser Schwert hier. Komm, komm, komm. Das dürfen wir nicht vergessen. Jawohl, Schärfe 1. Und dann wollten wir, ja, okay, wollten wir uns noch die Eisenhose da snacken, aber das haben wir dann auch nicht mehr geschafft. Aber gut, war bisher eine richtig coole Runde. Ihr könnt echt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich hatte auch vor, jetzt heute das Elo
Ranking aufzunehmen. Das neue Punktesystem auf dem GOMHD.net Server, das war jetzt nicht so gut von mir. Was allerdings leider nicht mehr geklappt hat, weil ich jetzt auch schon richtig spät aufnehme. Und das sind wirklich nicht mehr so viele Spiele on. Und wir gehen einfach jetzt mal mit dem Nahkampf drauf. Okay, und so, Jew Gamer Returns. Komm später her. Okay, da hat jetzt TNT platziert. Und da hat auch eine richtig gute Axt. Und, jawohl, da haben wir ihn bekommen. Sehr schön, das war's zu dieser Runde SG. Morgen kommt dann wahrscheinlich das neue Ben? Okay, danke. Danke dir. Alles klar, enjoy Ben. Ich weiß nicht warum, aber gut. Was? morgen kommt dann auch das neue Punktesystem. Also ich finde es echt nicht schlimm, wenn ja, Leute als immer Ben schreiben. Ist ganz lustig. Weiß nicht aus welchem Grund. Aber gut. Ja, das war's zu diesem Video hier. Mich würde es auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Und ja, wie gesagt, eure Meinung unten in die Comments. Haut rein und ciao.